Der Anschlag von Halle wirft ein Schlaglicht darauf, dass der Antisemitismus in Deutschland zunimmt. In den letzten Jahren ist die Zahl antisemitischer Delikte kontinuierlich gestiegen, um 30% auf 1.799 Taten. Und dabei schreckten die Täter zuletzt immer weniger vor Gewalt zurück. 2018 zählten die Ermittler 69 Gewaltdelikte, ein deutlich größerer Anteil als in den vergangenen Jahren. Wie fühlen sich jüdische Bürger angesichts solcher Zahlen? Jan Koch hat nachgefragt. Wir treffen Emanuel und Xenia in der Düsseldorfer Synagoge. Die beiden kannten sich bisher nicht, haben aber die gleichen Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Also wenn man sagt, dass man Jude ist, je nachdem, wo man sich gerade aufhält, kann es schon sehr schnell passieren, dass halt Minimum ein Spruch kommt, wie zum Beispiel, ach, du bist Jude, dann kannst du mit Geld umgehen, oder halt viele semitische Urteile. Und die schlechtere Variante ist dann halt einfach, dass man halt dann auch richtig derb angegriffen wird, also richtig stark beleidigt wird, vielleicht sogar bedroht wird. In der Schule, auch im Studium, habe ich das ziemlich stark mitbekommen, dass ich nicht dazugehöre. Auch diese Beleidigungen gegen Juden gerichtet, die habe ich auch auf dem eigenen Leib zu spüren bekommen. Prinzipiell fühlen sie sich wohl hier, auch wenn Antisemitismus bittere Normalität sei. Jetzt nach gestern aber, nach dem Versuch des Attentäters, mehrere Jüdinnen und Juden umzubringen, kommt Xenia ins Grübeln. Also es kamen wirklich ganz schlimme Gedanken, dass man sich in Deutschland einfach als Jude nicht mehr sicher fühlt. Und auswandern, aber wohin auswandern? Wir sind hier zu Hause, wir sind hier aufgewachsen. Wie soll es weitergehen? Keine der mehr als 100 Synagogen in Deutschland kommt ohne Sicherheitskonzept aus. Viele haben Polizeischutz. Keiner der gut 100.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland kennt ein Gotteshaus ohne Kamera, Schleuse oder privater Security. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch wie Kirchen ein Haus der offenen Tür sein könnten. Wir würden gerne die Türen hier für jeden öffnen. Aber auch der Anschlag gestern hat gezeigt, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wer und was hier reinkommt. Und deswegen haben wir diese hohen Schutzmaßnahmen. Wichtig sei Aufklärung, und zwar bereits in der Schule, wo es häufig allein um den Holocaust gehe, kritisieren sie. Es ist wirklich traurig, dass wir Juden einfach immer wieder als Opfer dargestellt werden und wieder die Situation so ist, dass wir Opfer sind. Und das eigentlich das Einzige ist, worüber in Deutschland berichtet wird, dass mal wieder irgendwas Negatives passiert ist. Hoffnung, dass sich das mal ändert? Glaubt nicht daran. Also wir Juden, wir werden seit ein paar tausend Jahren verfolgt. Wir werden auch in ein paar tausend Jahren, wenn es die Erde dann noch gibt, auch noch verfolgt werden. Da bin ich absolut bei dir, weil die Menschen brauchen allgemein immer einen Sündenbock. Und der Sündenbock sind nun mal wir.